Hallo Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier zum Interview zu erscheinen. Du bist bei Amazon für die Händler-Service zuständig. In deinem Vortrag hast du über Amazon-gesponserte Produkte gesprochen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, gesponserte Produkte ist ein relativ neues Produkt, gibt es jetzt knapp ein Jahr. Es geht darum, intern seine eigenen Produkte zu bewerben. Man bietet auf die Keywords, kommt an dedizierten Stellen auch prominent auf der Suchseite in das Blickfeld der Kunden. Der Kunde klickt drauf und kann automatisch auf die eigene Produktdetailseite, wo man dann auch das Angebot zu dem Produkt hat, entsprechend kaufen. Und das erhöht natürlich signifikant die Konversionsrate. Klingt gut. Kannst du vielleicht dieses Produkt zu den Produktanzeigen, so heißt es, ein bisschen abgrenzen? Ja, gesponserte Produkte passiert auf unserer Website. Produktanzeigen ist die Möglichkeit, dass man Selektionen, die man auf der eigenen Webseite führt, auch in unserem Katalog anbieten kann, um es auch unseren Kunden verfügbar zu machen. Kommen wir nochmal auf die Amazon-gesponserten Produkte zurück. Wie sieht es dann mit dem Budget aus? Ist das auch was für mittlere und kleine Budgets? Und wie sieht das mit dem Tracking aus? Definitiv. Ich glaube, es ist nicht die Budgetfrage, es ist eher die Frage, welche Produkte habe ich, wo ich der Meinung bin, dass sie relevant und spannend für unsere Kunden sind. Und das ist unabhängig vom Budget oder Größe, das kann jeder nutzen. Es ist auch ganz leicht zu finden im Seller Central Account unter Werbung. Einfach anklicken, sich durchlesen, anschauen und es ist völlig budgetunabhängig. Amazon wächst auch sehr stark auf anderen Märkten außer Deutschland. Vielleicht kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, wie deutsche Händler von diesen Wachstum mit profitieren können. Ja, definitiv. Also das Spannendste, wenn man jetzt mal im Kleinen anfängt, klein für Europa gemeint, es gibt das europäische Verkäuferkonto, ganz wichtig, ganz leicht erklärt. Egal wo man startet, ob man in Spanien, Italien, England, Deutschland oder Frankreich startet, man kann auf Knopfdruck in allen 5 Ländern direkt verkaufen, Realtime, über sein Verkäuferkonto in Seller Central. Sehr leicht, sehr weit. Die einzige Voraussetzung ist, dass man auch die entsprechende Datenqualität in der jeweiligen Sprache hat und den Kundenservice anbietet. Das ist so der erste Schritt, der eigentlich sehr leicht geht, den wir sehr, sehr stark mitbekommen. Zum anderen gibt es natürlich dann auch noch die Möglichkeit in unseren anderen internationalen Marktplätzen, USA, Kanada, also über den Atlantik oder aber auch in Richtung Asien, Indien, Japan, China, seine Produkte anzubieten. Klingt nach einem Riesenpotenzial für deutsche Händler. Dann bedanke ich mich recht herzlich für dein Gespräch und wünsche dir noch eine gute Zeit hier auf dem After by Barbecue. Super, vielen Dank.